Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Baureihe WR200 B14 oder auch V20. Hierbei handelt es sich um eine kleine Rangierlok, die in den späten 1930ern für die Wehrmacht entwickelt wurde und letztendlich bis ins Jahre, muss ich selber gerade mal nachgucken, bis ins Jahre 1979 betrieben wurde. Also es ging von der Wehrmacht über bis zur Deutschen Bahn. Es gab da fünf verschiedene Baugruppen, Epochen, wie auch immer, die wir uns gleich alle mal angucken können. Die haben alle eine Leistung von ca. 200 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h und haben Betriebskosten von knapp 60.000 im Jahr. Eine wirklich kleine, schnuckelige Rangierlok. Ich habe sie hier schon einmal fahren. Können Sie uns einmal angucken? Ich habe mir so einen kleinen Testkreis gebaut. Da ist er. Wirklich ein sehr schön kleines kleines Modell. Fliegen wir doch mal mit. Können wir uns das besser angucken. Cool gemacht. Auch die Beschriftung ist wieder ganz cool. Das Modell kommt von Mike C. und die Textur kommt von Sky Joe. Immer eine sehr gute Zusammenarbeit von den beiden. Auch hier unten mit dem Radgestell. Echt cool. Sie hatte damals eine Achsfolge B. Das bedeutet, dass beide Achsen angetrieben werden. Das seht ihr ja auch ganz schön hier. In der Mitte wird die Kraft auf die Welle übertragen. Und die treibt dann die beiden Räder an, beziehungsweise Achsen. Ja, wirklich ein schönes, kleines, schnuckeliges Modell mit dem Licht. Ganz cool gemacht. Wenn man jetzt natürlich hier in diesem Spiel noch einen Rangierbetrieb hätte, wäre es natürlich echt cool. Aber wenn man jetzt einen Rangierbahnhof hat, beziehungsweise irgendwo die Lok ein bisschen fahren lässt. Dann können die ja einmal hier auch in der V20 DRG-Version nehmen. Kaufen wir uns die einmal. Hängen dann mal noch ein paar alte Waggons hinter. Können wir uns das mal angucken, was das für ein schönes Bild abgibt. Nehmen wir hier mal ganz alte. So, die sehen ein bisschen rustikal aus. Schicken wir die auch mal auf die Testlinie. So. Dann verfolgen wir die doch mal. Ja, hier mit dem typischen Sound. Ein Diesel-Sound. Der gibt doch ein klasse Bild ab. Wenn man jetzt noch wirklich so die Lok so in seinem Bahnhof so ein bisschen rumfahren lässt, einfach so ein paar tote Gleise mit einer Kehrschleife, dann macht die noch ein richtig gutes Bild. Sehr schöne Texturen auch, wie immer. Schön animiert. Gibt es nichts auszusetzen. Wirklich cooles, cooles Modell. Ihr seht da noch mit dem Reichsadler V20. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Schönes Modell. Ja. Klingt gut, sieht gut aus. Ja, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Der Link zur Mod ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich mich freuen, wenn diese Mod bald auch auf eurer Anlage Platz findet. Bis dahin, ciao!